الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين في مجلس الإسلام. Am 7.9.2013 gibt es inshallah den zweiten islamischen Friedenskongress in Frankfurt am Main. Wir haben das Datum verschoben vom 14. auf den 7. Und wir wollen euch einladen dazu, dass ihr kommt, vielleicht neues Wissen mitnimmt von der Religion, auch Nicht-Muslime mitnimmt, Nicht-Muslime, die interessiert sind, vielleicht nehmen sie den Islam an, Nicht-Muslime, die kritisch sind, damit sie ein besseres Bild bekommen. Das Thema wird sein, inshallah, wie erreicht man Weltfrieden aus islamischer Perspektive. Ein ganz wichtiges Thema, denn jeder Mensch möchte Frieden haben, oder das hoffen wir zumindest. Wir wollen unsere Position dazu darstellen. Wir wollen auch unsere Alternative anbieten. Wir wollen auch zeigen, wie erreicht man wirklich Weltfrieden. Wir sind nicht wie der Papst, der einfach nur von Frieden, Freiheit, Gerechtigkeit redet, aber keine Wege zu diesen Zielen aufzeigt, sondern wir wollen wirklich unsere Wege, unsere Mittel aufzeigen, zeigen, darstellen, wie wir dieses Ziel erreichen wollen, wie wir Weltfrieden erreichen. Deswegen bringt nicht Muslime mit, kommt selber, bringt auch Muslime mit, die weit weg sind, damit ihr inshallah so herangestürmt kommen wie hier die Leute jetzt. Gerade, wir sind ja gerade in Mekka. Und wir würden uns freuen, lasst euch nicht zulabern von irgendwelchen Leuten, die Schrott erzählen, von wegen, das ist nicht von der Sunna. Der Prophet hat sich mitten in der Stadt hingestellt und hat die Leute gerufen, hat gesagt, wow, Subhan, mitten in Downtown Mekka zur damaligen Zeit. Und die Leute sind gekommen und dann hat er ihnen die Botschaft vermittelt. Wir machen nichts anderes, nur dass wir es jetzt schon ein paar Tage vorher machen. Und wie gesagt, kommt vorbei, inshallah. Das ist ein gutes Thema, ein sehr wichtiges Thema, ein Thema, das den Islam besser darstellt. Und wir freuen uns auf euch. Seid ihr auch her, dann. Salam alaikum.